Sie sind hier, 14. Dezember 2018, 17.02 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jacqueline Lölling gewann den Heimweltcup in Winterberg. Urheberrecht Getty Images. Jacqueline Lölling gewinnt den Skeleton-Weltcup in Winterberg vor Tina Herrmann. Auch bei den Männern fährt ein Deutscher auf das Podest. Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling und Ex-Weltmeisterin Tina Herrmann haben den deutschen Skeletons einen Doppelsieg in Winterberg gesichert. Lölling deklassierte die Konkurrenz auf ihrer Heimbahn im Hochsauerland geradezu und hatte letztlich fast 0,7 Sekunden Vorsprung auf Herrmann. Nur 0,03 Sekunden dahinter sicherte sich Janine Flock aus Österreich den dritten Platz. Zuvor war Axel Jung Oberbärenburg im Rennen der Männer bereits als Zweiter auf das Podest gefahren. Ich bin wunschlos glücklich, ich habe beide Läufe gut getroffen. Es war die richtige Antwort auf den Ausrutscher der vergangenen Woche, sagte Lölling, die beim Saisonauftakt in Sigulda nur Fünfte geworden war. Im ZDF, Lölling dominiert auf ihrer Hausbahn. Die Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin wurde den Erwartungen auf ihrer Hausbahn damit gerecht. Schon nach dem ersten Lauf hatte ihr Vorsprung auf die erste Verfolgerin mehr als 0,3 Sekunden betragen. Herrmann beendete nach Rang 3 in Sigulda auch das zweite Rennen des Winters auf dem Treppchen. Die dritte deutsche Sophia Griebel belegte den sechsten Platz. Bei den Männern erfüllte Jung schon am Freitagmittag die Hoffnungen der Deutschen auf ein erfolgreiches Heimspiel. Der Vize-Weltmeister musste sich nur dem Russen Alexander Tretjakow geschlagen geben. Olympiasieger Yoon Sung-bin aus Südkorea wurde Dritter. Alexander Gassner belegte als zweitbester Deutscher den sechsten Platz. Auf Rang 8 landete Felix Kaisinger. Königssee, Jung macht 3 Plätze gut da. Olympiasiebter Jung hatte nach dem ersten Durchgang nur auf Position 5 gelegen. Mit der zweitbesten Zeit im zweiten Lauf schob er sich aber vor. Sochi-Olympiasieger Tretjakow war am Freitag nicht zu schlagen, mehr als 0,8 Sekunden trennten den 33-Jährigen vom Rest des Feldes. Von Sportinformationsdienst.